Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Kitty Powers Matchmaker. Ihr fragt euch bestimmt, was zur Hölle soll das? Was tut die Frau hier gerade? Ich muss zugestehen, ich weiß es selber nicht. Ich hatte angekündigt über Twitter und ich glaube auch über Facebook, ich bin mir gar nicht ganz sicher, dass ich ein altes Projekt wieder ins Leben rufen möchte. Und das ist mein Let's Sneak Peek Ad Projekt. Das umfasst alle möglichen Spiele, die ich irgendwo mal aufschnappe, ganz witzig finde, besitze, aber für Let's Plays ausschließe. Und da ich jetzt durch Blocky/Player Vision die Möglichkeit habe, einige Keys von Indie-Spielen zu bekommen und mir die einfach mal angucken möchte mit euch zusammen, werde ich dieses Projekt dafür benutzen. So, und das erste Spiel, was ich mir dafür ausgesucht habe, ist Kitty Powers Matchmaker. Das liegt einfach daran, dass ich dieses Spiel schon seit Wochen beobachte, dass es endlich rauskommt. Und als ich dann gesehen habe, oh mein Gott, dafür gibt es einen Key, ich muss das einfach haben. Und das ist, alleine die Aufmachung ist schon endgeil. Ich meine, ich habe bisher nur das gesehen, mehr noch nicht. Und dann das Optionsmenü, es fängt schon saugeil an. Man kann hier die Lautstärke einstellen. Und irgendwo knutscht sie auch. Ja, genau. Wenn man den Screen ändert, dann hört man dieses Kussgeräusch und ich musste so lachen. Ich muss die ganze Zeit einfach lachen. Ich weiß auch nicht. Ja, wir starten das Spiel jetzt. Welcome, Kitten. My name's Kitty Powers, and I'm your new boss. Your mission is to expand this sad little branch of my dating agency to its full potential. Also, unser Job ist es, ihre Dating-Agentur auf Vordermann zu bringen. Do this by finding love with many clients as possible. Und um das zu bewerkstelligen, müssen wir so viele Leute wie möglich also verkuppeln, sage ich jetzt mal. But before you get started, we need to take down your particulars. Now, tell me about yourself. Okay, jetzt müssen wir uns selber eintragen. Also dann nur mal. Erster Name Avalenia, Nachname Avalenia, hat tatsächlich zwei Nachnamen. Der eine ist ungefähr so. Ich weiß es gerade gar nicht, wie man den genau geschrieben hat. Oder so. Irgendwas in die Richtung, aber ich benutze meistens den. Ich habe Geburtstag am 2. September und ich bin natürlich weiblich. Give me all the gossip. Ich bin bisexuell. Ich finde eigentlich braune Augen ganz hübsch und schwarze Haare. Obwohl dunkelbraun ist auch schön. Na, lieber dunkelbraun. What type do you feel you relate to most? Kann man auch mehrere Sachen auswählen? Okay, nehmen wir das. Ja. Künstlerische Typen lieben alle Formen. Okay. Na, ah, nee, das passt nicht so ganz. Dann doch eher Science Fiction, Fantasy, Movies, Videogames. Ja, das klingt nach mir. What would you like to look like? Können wir da nicht irgendwas Hübsches rauskriegen? Da können wir selber was basteln. Jetzt geht's schon wieder los, Charaktererstellung. ich bin so unentschlossen. Können wir die bearbeiten? Ah, okay, wir können das bearbeiten. Ja, dann wollen wir mal. Ja, das. Dann habe ich eher eine Himmelfortnase. Eine kleine Himmelfortnase. Na gut, so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, dieser Finger, der ist so geil. Ich kann nicht mehr. Das trifft schon am ehesten. Meine Lippen sind eher so. Und ich bin ein ziemlich blasser Mensch. Ja. Dann. Ja, Heureka. Ich glaube am ehesten das.
Ah, so ist das. Man kann hier den Pony auswählen. Ich habe schwarze Haare. Da, Zöpfe sind so niedlich. Dann trifft das eigentlich am ehesten, dass ich halt so einen Dutt da trage. Ja, am ehesten das. Definitiv keine Monobraue. Ja. Und ich habe. Boah, je nach Laune. Entweder ich blau oder graue Augen. Ja, eine Brille in lila. Gibt's das? Pink, rot, schwarz. Ja, dann am ehesten pink. Ah, die Form passt eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir das. Ja, ich habe da ein Ohrring. Aber auch in Silber. Make-up. Ja, das schon. So. Ich bin ja fast dafür, wir lassen das so. Now it's time to probe the innermost depths of your personality. Okay. Ich glaube, ich würde eher lachen. Wenn ich einen Zug verpasse, würde ich hinter ihm herrennen. Oder wenn ich dabei bin, einen Zug zu verpassen, ich würde laufen. Wenn ich ein Haustier hätte. Ich hätte, glaube ich, eine Katze. Wenn ich neue Freunde mache, dann lasse ich mir Zeit. Brettspiele spiele ich auch Spaß. Wie sie da auch am Stöhnen ist, das ist so geil. Ich würde es wahrscheinlich selber machen. Also wenn ich einen Raum gestalten müsste, würde ich das so machen, wie ich das möchte. Oder eine Painting-Party, das ist eher so selber. Ich bin nicht so der Fan von abstrakter Kunst. Ein Auto. Entweder ein großes, ein diskretes Familienauto oder eher was Diskretes. Wobei, ich hatte mal einen Corsa in Karibik Blau Metallic. Das war schon ein super geiles Auto. Ich habe es nicht umsonst Kugel Porsche genannt. War eher so in mich gekehrt. Nee, ich bin mehr so der faule Typ mit Spülmaschine.
Kartoffelschäler oder ein Smartphone? Doch eher das Smartphone. Ich telefoniere eigentlich ganz gerne. Also ich chatte auch gerne, also es ist situationsbedingt. Aber Social Media, das drückt so in Richtung Facebook und Facebook mag ich überhaupt nicht. Dann telefoniere ich lieber. Wie gut ich schlafen kann. Ich würde mir das so, ich würde mich nicht hetzen lassen. Oh. Meinem Partner an Valentinstag. Entweder Rosen oder eine Massage. Also ich glaube, Massagen sind generell schöner. Ich bin entspannt. Ja, ja, ja. I'll stick all your details onto your ID card, so I remember your name. Okay. If you need me, I'm just at the other end of the kitty phone. I'll even give you some coins to get you started, because I'm generous like that. Your avatar will be sent anonymously to other players' games as a secret shopper. Don't worry, nobody will see the name you enter here. We'll give you a fake one. Oh, God. Your avatar's dates will generate your personalized dating data, telling you your dream date. Ach, so ist das. Oh mein Gott, erlauben, meinen Avatar online zu stellen. Okay. Check your letterbox for feedback on how your virtual love life is going. We need to find you some customers. Where should we advertise first? Disco Comicladen der Club. Wir gehen in den Comicladen. I'll start hanging around the comic shop. Those geeky types look pretty lonely to me. Okay, let's get you started with your first client. Press the play button. Also dann. Wir können entweder, so wie es aussieht, also mit Freunden daten. Das Spiel ist fertig. Und hier können wir mit ihr telefonieren. Was bringt uns das denn? Es ist so fertig. Wir starten jetzt einfach mal nach 13 Minuten. Okay, wir müssen eine Kuppel finden, also ein Paar. This is your lobby. New clients will arrive here, looking for love. Also wir lernen jetzt jemanden kennen und wir müssen für denjenigen, welchen seine Traumfrau finden, Traummann, was auch immer. Click your selected client and then take them to the hot seat. Hallo, ich bin Theodor. Oh, er ist ein... Gott, das ist so fertig. Okay. Er heißt Theodor. Mag Frauen. Mag Bücherläden, Feengeschichten und große Anime-Roboter. Und steht auf grüne Augen mit blonden Haaren. Hallo, Theodor. ja. Ja, das habe ich gerade schon gelesen. Ich tue mein Bestes. Ja, das ist ein geeky Typ. Suitable candidates for your client are marked in pink in my little black book.
Just this once, I'll show you the best one. Click on them to scrutinize their intimate particulars. Okay, hier ist jetzt eine Liste von Leuten, die wir haben. Die hier. This is the hot seat, where you compare your client's profile with the potential candidates. The one I've pointed out is clearly the best match. Choose them by pressing the date button. Okay, wir können uns jetzt die einzelnen Damen aus der Kartei ansehen und dann die beiden auf ein Date schicken eventuell. Aber wir gucken uns das erstmal an. Sie steht auf braune Haare und grüne Augen. Ich glaube nicht, dass das so gut läuft. Also, die beiden in die Richtung funktionieren schon mal. Zumindest was das Aussehen angeht. Sie sucht definitiv auch einen Mann. Und sie mag Horrorfilme, sie mag Animes und sie mag Software. Das finde ich ganz gut. Die Namen sind auch super. Ja, okay, das geht nicht, weil er ist hetero. Und sie ist lesbisch. Okay, dann schicken wir die beiden hier auf ein Date, würde ich sagen. Ja, ich bin mir sicher. Keep an eye on the restaurant you want to send them to impress their date. Nehmen wir das. Some restaurants are more difficult, but we'll earn you more. Don't take someone to the same place twice, because that's a dating faux pas. Okay, jetzt musst du es auch noch merken, dass wir die dahin geschickt haben, falls sie nochmal zu uns kommen. Das wird interessant. They've arrived at the restaurant. We can watch them through the secret cameras I've had installed. Wir können die jetzt stalken wegen, also mit der Kamera. You need to guide them through their dates by making decisions for them via their earpiece. Choose wisely. Also. Der klingt die ganze Zeit, als wäre er schon rattig wie sonst was. Okay, er scheint Gefallen an ihr zu haben. Hope you remembered what they said, because now you have to pick something they like. Okay. If you're not sure what the dish is, you can tip the waiter and ask them by pressing the question button. Just this once, I'll show you the correct option. Don't say I never did anything for you. Okay. Eigentlich müssten wir jetzt auswählen, was am besten wäre, weil er hat ja irgendwas gesagt, er mag, ich habe es gar nicht zugehört, und sie mag warme Sachen mit, also ohne Fleisch. Und da jetzt, hier ist ja Fleisch mit drin, hier ist auch Fleisch mit drin.
Deshalb ist das wahrscheinlich... Also, sie sagt, dass das das Richtige ist. Und er hat hier so einen Stecker im Ohr und wir geben ihm quasi die Anweisung, damit wir sie bezirzen können. Okay, so ein Pendel. Ach du Scheiße. Pick a conversation topic you think they'll agree on. Okay, jetzt müssen wir ein Thema finden. You can see one you like. You can spend coins to use the nudge buttons. But be careful not to repeat yourself, or they won't be impressed. Okay, wir können jetzt entweder mit diesen Coins, die wir zur Verfügung haben, das Thema anpassen. Oder halt eins auswählen. Gott, ich habe schon mal vergessen, worauf sie so stand. Wir nehmen einfach mal das. Okay, später am Abend. Was zur Hölle? Oh Gott. Ja, wir reden dann mal über die Frisur. Ja, deine Frisur ist natürlich auch unglaublich heiß, Kitty. The waiter's about to bring out a load of tasty desserts. Pay close attention to the order they're in. You'll have to remember them, as their date will be too busy salivating to remember their names. Oh, je meine. Tee, doppelter Espresso, Cheese und Eis. Okay, das vierte. Ja, das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Der Gainer guckt doch immer die ganze Zeit total kuriert. Noch später am Abend. Ach, hey, Winnie. Dann reden wir mal über das Roastbrot. Oh, sie passen perfekt zusammen. ja, das war der.
Depending on how much your client likes their date, you now have up to 3 options. Also, er ist ja unglaublich happy, deshalb, ne? Oh, sie denkt, sie hat sich in ihn verliebt. Ach du Scheiße. Die Engelchen sind geil. Dieses Spiel ist fantastisch. Glückwunsch, sie wurden ein Paar. Reputation level has improved after that date. You'll now attract more affluent clients. Aha, das ist schön. Sie haben 2 Menschen glücklich gemacht. Well done. You're now officially a matchmaker. Yay, ich bin jetzt offiziell ein Matchmaker. Ich weiß es nicht, das deutsche Wort dafür. Jedenfalls reicht das als Einblick und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich den hatte. Dieses Spiel ist einfach nur grandios und in der Videobeschreibung findet ihr nochmal eine ausführliche Beschreibung zu dem Spiel, was es sonst alles noch bietet, außerdem den Steam-Link dazu und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.